Herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar, zu einer ganz neuen einer ganz neuen Reihe, denn wir werden heute beginnen mit dem vielleicht wichtigsten und spannendsten Kapitel der ganzen Offenbarung für uns in unserer Zeit, nämlich mit Offenbarung Kapitel 14. Ich glaube, jeder Einzelne von uns sollte Offenbarung 14 sehr gründlich kennen, sehr ausführlich kennen, und wir werden heute damit anfangen, ein Fundament legen mit dem ersten Vers oder zumindest einem Teil davon. Ich möchte euch herzlich begrüßen auf julmediatv.de, auch wenn ihr später die Aufnahme anschaut. Schön, dass ihr hier seid zu unserem Studium. Und ich denke, ihr freut euch schon, denn in diesem Kapitel steckt unsere Identität, unsere Botschaft, unsere Zukunft, steckt alles drin. Und es ist ganz viel tolle Botschaft. Wir werden jetzt beten und dann hineintauchen in dieses wunderbare Kapitel. Lasst uns dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt Zeit haben und Gelegenheit haben, dein Wort aufzuschlagen. Wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest und dass wir durch das, was du uns sagen möchtest, vorbereitet werden auf die Zeit, die vor uns liegt. Wir möchten dich bitten, dass du zu deinem Herzen sprichst, dass wir etwas Neues entdecken können oder all das in neuem Licht sehen können, dass du uns erfrischt und dass wir wirklich echte Freude haben beim Bibelstudium. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. Offenbarung 14. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt. Nachdem wir jetzt lange über Tiere und Hörner gesprochen haben, kommen wir zu Offenbarung 14. Da kommen übrigens auch Tiere und Hörner vor, zumindest Tiere. Aber Offenbarung 14 ist eigentlich gar nicht so sehr ein neuer Abschnitt. Womit, wenn ihr Offenbarung 13 zusammenfassen solltet, das ganze Kapitel in ein, zwei Sätzen, wie würdet ihr Offenbarung 13 zusammenfassen? Genau, es gibt zwei Tiere, eins aus der Erde, eins aus dem Meer. Das Tier aus der Erde ist das Papsttum. Das Tier aus dem Meer, Verzeihung. Das Tier aus der Erde, aus dem Meer ist das Papsttum. Das Tier aus der Erde ist Amerika. Und wir haben dann gesehen, dass dann diese beiden zusammenkommen werden am Ende von Offenbarung 13. Und sie werden ein Mahlzeichen haben, sie werden ein Bild des Tieres kreieren, es wird falsche Anbetung geben, es wird eine weltweite Gesetzgebung geben. Und das endet relativ abrupt in Vers 18 mit dieser Zahl 666, ja? Und man fragt sich, warum endet das einfach da? Aber ihr wisst, in der Bibel gibt es eigentlich keine Kapiteleinteilung. Das ist euch bewusst. Ja? Und in den meisten Fällen sind die Kapiteleinteilungen relativ klar, weil ich meine, Johannes 3 ist eine Geschichte, Johannes 4 ist eine Geschichte, Johannes 5 ist eine Geschichte. Da kann man ungefähr wissen, wo die Kapiteleinteilung hingehört. Aber in der Offenbarung ist das manchmal nicht so ganz klar. Da sieht er jetzt vielleicht ein neues Bild, aber gehört das jetzt noch zur alten Vision oder nicht? Und ich denke, wir werden sehen in den nächsten Wochen, dass eigentlich insbesondere die Verse 1 bis 5 eigentlich eine Weiterführung von Offenbarung 13 sind. Das heißt, die Idee von Offenbarung 13 ist, da ist dieses Papsttum, das verfolgt die Christenheit für 1260 Jahre lang. Und dann kommt Amerika, eigentlich als christliche Nation, ändert seinen Charakter und verfolgt die Christenheit in der Endzeit. Und die Frage ist, wer kann bestehen? Wer wird siegen? Wer wird in dieser letzten Zeit treu zu Gott sein, wenn die ganze Welt dem Tier und seinem Mahlzeichen und seinem Bild hinterherläuft? Und die Antwort wird gegeben in Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm, wer? 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Nur zwei Verse vorher haben wir etwas anderes an den Stirn, nämlich was? Das Mahlzeichen, ja. Das heißt eigentlich, wenn ihr jetzt euch mal das wegnehmen würdet, das Kapitel 14, einfach das durchlesen würdet, würde jeder Mensch auf die Idee kommen, dass eigentlich Vers 17 und Kapitel 14, Vers 1 direkt zusammengehören, oder? Da hat man einmal die Ungläubigen, die das Mahlzeichen des Tieres haben, und dann ändert er seinen Blick, er schaut nicht mehr auf das Tier, er schaut auf den Berg Zion, und da sieht er eine andere Gruppe, die hat ein anderes Zeichen ebenfalls an der Stirn. Das heißt, manchmal darf man sich nicht irritieren lassen, dass er jetzt ein Kapitel wechselt und eine Überschrift so besteht. Eigentlich gehört wahrscheinlich Vers 17, Kapitel 14, Vers 1 noch mehr zusammen als vielleicht Vers 17 und Vers 11 in Vers 13 oder so. Ja? Es ist relativ nah zusammen. Aber das werden wir gleich noch ein bisschen weiter ausschauen.
Was ist das, was er hier sieht in Offenbarung 14, Vers 1? Das ist das Allererste. Noch bevor die 144.000 sieht, sieht er das Lamm. Und das ist interessant, weil manche Leute sagen, naja, in Offenbarung 13, da geht es so selten um Christus. Das stimmt eigentlich nicht, denn selbst die ganzen Tiere werden eigentlich als Kontrast zu Christus gezeichnet, nicht wahr? Mit der tödlichen Wunde oder das lammähnliche Tier. Das heißt, man kann eigentlich Offenbarung 13 nur verstehen, wenn man Christus kennt. Aber eigentlich ist Offenbarung 13 gar nicht zu Ende, sondern der Höhepunkt von Offenbarung 13 ist Offenbarung 14. Der Höhepunkt dieser ganzen Vision von den beiden Tieren, der hinführt zu dem eigentlichen Sieg, der führt direkt zum Lamm. Ja? Das heißt, das Lamm ist eigentlich schon im Zentrum dieser Vision. Und ich muss euch nicht fragen, wer das Lamm ist. Aber lass uns trotzdem mal noch mal ein kleines Bibelstudium zum Lamm machen, denn es ist so ein Schlüsselwort in der Offenbarung. Wenn ihr ein Bibelstudium zum Wort Lamm in der Offenbarung machen würdet oder in der ganzen Bibel, welche Verse und welche Gedanken würdet ihr aufgreifen? Das ist, was uns als erstes einfällt, oder? Wo steht das? Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Das sagt Johannes, in dem Fall nicht Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer, aber Johannes der Evangelist hat es gehört, nicht wahr? Und das steht wo? Es ist Vers 29 in Johannes, Kapitel 1. 1, Vers 29, wird dann ein paar Verse später nochmal wiederholt. Seht, das Lamm Gottes, das der Sünde Welt hinwegnimmt. Das heißt, die primäre Bedeutung des Lammes ist es, dass es die Sünde hinweg nimmt. Und deswegen wird in Offenbarung 14 als allererstes, bevor diese Gruppe gezeigt wird, die den Sieg errungen hat über das Tier und über sein Mahlzeichen und über das Bild des Tieres, wird das Lamm gezeigt. Denn alle, die Sieger sind in der Endzeit, sind wo? Sie sind beim Lamm. Aber das Lamm ist dasjenige, das die Sünden hinwegnimmt. Und wer beim Lamm ist, dem wurden die Sünden hinweggenommen, oder? Denn das ist das Wesen des Lammes. Das Lamm nimmt die Sünden hinweg. Das Lamm nimmt nicht seinen Arm und legt den Arm um die Schulter des Sünders und sagt, ich tut mir so leid, dass du Sünder bist und tut mir leid, dass du gesündigt hast. Naja, nicht so schlimm, ich tröste dich. Das macht es vielleicht auch. Aber das Lamm nimmt die Sünde hinweg. Jetzt, wo in der Bibel kommt zum ersten Mal das Wort Lamm vor? Zum ersten Mal. Das könnte man denken. Die Bibel sagt allerdings nur, dass es ein Fell war. Also es könnte sehr gut möglich ein Lamm gewesen sein. Und ich glaube auch, es war ein Lamm. Aber es steht nicht explizit da, dass ein Lamm gewesen ist. Ja, das könnte man auch denken. Zumindest wissen wir, dass er dort von der Erstgeburt gebracht hat, nicht wahr? Von den Schafen. Also das Wort Lamm kommt da nicht vor, aber wir wissen, es war ein Lamm, denn das passt dann schon. Aber wisst ihr, wo das Wort Lamm zum ersten Mal vorkommt? Jakob, fast noch ein bisschen früher. Bei Abraham, genau. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich raten, welche Geschichte, oder? Genau, die Geschichte mit Isaac. 1. Mose 22. Genau. Ja, vielleicht wisst ihr, dass da gar kein Lamm geschlachtet worden ist. Das ist ja der ganze Witz an der Geschichte. In 1. Mose 22, das ist nämlich wirklich sehr interessant. In 1. Mose 22 und dort Vers 8. Ihr kennt die Geschichte, ich brauche sie nicht nacherzählen, aus Zeitgründen. Ihr wisst ganz genau, das ist ein Typus gewesen, auch auf den Erlösungsplan, der Vater, der seinen Sohn gibt, seinen eingeborenen Sohn, den er lieb hat. Und dort in Vers 8 heißt es, als der Isaac die Frage stellt, mein Vater, du siehst hier das Opfer und das Holz und das Feuer, wobei ist das Opfer, nicht wahr? Und da sagt Gott in Vers 8, und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein was sorgen? Ein Lamm. Genau, in Vers 7 sagt er auch schon Lamm. Genau, Vers 7 und 8 sind die beiden Verse. Dankeschön. Also die Frage ist, wo ist das Lamm? Und Gott sagt, und Abraham sagt, ein Typus hier auf Gott ist, Gott wird für ein Lamm sorgen. Frage. Hat Gott für ein Lamm gesorgt, ja oder nein? Ja, aber viel, viel später.
In der Geschichte sorgt Gott nämlich für einen Widder. Und Abraham hat verstanden, dass der Widder nicht die Erfüllung des Lammes ist. Denn er sagt, schaut mal in Vers 14, in Vers 14 sagt er, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Dass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Gott wird für dieses Lamm sorgen. Und 1. Mose 22 ist sozusagen die Geschichte, Vers 7, 8, von dem kommenden Lamm. Das heißt, wenn der Israelit, wenn der Bibelleser von einem Lamm spricht und das zum ersten Mal vorkommt in der Bibel, in der Geschichte, dann hat das von Anfang an die Bedeutung, da gibt es ein kommendes Lamm. Ein Lamm, das eine ganz große Bedeutung hat. Ja, weil diese Geschichte ist außergewöhnlich. Aber es gibt noch eine andere außergewöhnliche Geschichte, die sich tief in das Bewusstsein aller Israeliten hineingebrannt hat, die ebenfalls mit einem Lamm zu tun hat. Welche Geschichte ist das? Das Passa. Wo finden wir die Geschichte? 2. Mose, genau. 12. 2. Mose 12. Das ist das Passa. 1. Mose 22 ist diese Geschichte, die von Abraham, dem Stammvater Israels. Ja? Also das sind einige der wichtigsten Geschichten des Alten Testaments. Der ganze Glaube, die ganze Erfahrung des Volkes Israels basieren auf solchen Geschichten. Und in beiden Geschichten kommt das Lamm eine tragende Rolle. In 2. Mose 12 ist es das Lamm, das geschlachtet werden muss, was welche Auswirkungen hat. Dass der Engel vorübergeht. Warum ist das gut, dass er vorübergeht? Es redet von dem Tod. Das heißt, der Engel, der eigentlich töten würde, geht vorüber. Dahinter steckt die ganz einfache Idee, dass ich eigentlich des Todes bin und irgendjemand verschont mich und ich muss nicht sterben. Das heißt, ganz tief eingebrannt hat sich in das Bewusstsein des Israeliten das geschlachtete Lamm rettet vom Tod. Hier haben sie gewusst, da kommt ein Lamm, Gott wird dafür sorgen, dass stellvertretend für den Menschen stirbt. Ja? Denn in der Geschichte geht es ja darum, dass eigentlich der Mensch sterben muss. Isaac muss sterben, aber er stirbt dann nicht, weil Gott wird dafür sorgen für einen Stellvertreter. Der Widder war nur der zeitweise Stellvertreter, der eigentlich wahre Stellvertreter, das Lamm kommt noch. Hier wird das Lamm geschlachtet und es rettet von dem Tod, aber es bewirkt noch etwas. Nicht nur sorgt es dafür, dass man nicht sterben muss, weil der Engel vorübergeht, das ist ja das Wort Passa, vorübergehen. Was passiert noch? Man kommt aus der Knechtschaft frei. Das sind zwei Dinge, die voneinander zwar zusammengehören, aber trotzdem verschiedene Dinge sind. Man muss nicht sterben und man wird frei. Dann hätte es auch sein können, dass man einfach nur nicht sterben muss, aber trotzdem in Ägypten bleibt, oder? Das heißt, es gibt Freiheit von der Knechtschaft. Ronny, du wolltest was sagen? Ganz genau. Ganz genau. Der Tempel wurde gebaut genau auf diesem Berg. All die späteren Lämmer wurden alle dort geschlachtet. Das ist auch die Stelle, wo David das Opfer gebracht hat, um die Plage Einhalt zu gebieten auf der Tenne. Genau, aber das ist eine andere Geschichte. Fand euch noch wichtige, entscheidende alttestamentliche Stellen ein, wo von einem Lamm die Rede ist? Denn die Offenbarung hat ja viel von diesem alttestamentlichen Denken in sich. Wir haben jetzt 1. Mose 22, wir haben 2. Mose 12, fällt euch noch was ein? Eine ganz berühmte Stelle. Jesaja 53, genau. Lass uns das mal aufschlagen. Jesaja 53. Und damit haben wir drei Schlüsselstellen des Alten Testaments. Ich glaube, die drei Stellen würden ausreichen und jeder könnte das Evangelium verstehen, oder? 1. Mose 22, 2. Mose 12 und Jesaja 53. Wenn man die drei genau liest und einfach nur nachdenkt, was da steht, könnte jeder Mensch gerettet werden. Das würde schon vollkommen ausreichen. Das ist das ewige Evangelium. Jesaja 53. Wir lesen mal in Vers 5 bis 7.
Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein was? Lamm. Jetzt, welche Beziehung besteht zwischen Lamm und Schaf? Junge Schaf, das heißt, ein Lamm ist wesensmäßig ein Schaf. Richtig? Biologisch ist ein Lamm ein Schaf. Für wen stehen die Schafe hier? Für die Menschen. Das Lamm steht für Jesus. Wenn jemand genau nachgedacht hätte, hätte er rauskriegen können, dass dort jemand Mensch werden muss, um für uns zu sterben. Der selbst nicht sündigt, weil ansonsten könnte er nicht die Sünden tragen. Jemand, der selbst nicht sündigt, aber der trotzdem Mensch ist, der ein Lamm ist, um für die Schafe, die verloren gegangen sind, zu sterben. Das ist eine interessante Passage. Das heißt, mit diesen drei Gedanken oder diesen drei Passagen haben wir eigentlich schon das Evangelium im Alten Testament ganz deutlich beschrieben. Das Neue Testament tut nichts weiter als das erklären und anwenden und sagen, genau so ist es. Und das sind einige Ideen. Ich betone das deswegen so sehr, weil unser Endsieg am Ende, in der Endzeit, unsere Rettung vor dem Mahlzeichen des Tieres, vor dem Tier und vor dem Zahl seines Namens und vor dem Bild des Tieres und vor allen anderen Mächten, die da zusammenwirken, unsere Rettung besteht nicht darin, alle Hintermänner zu kennen mit Namen und zu wissen, welche Zeichen sie haben. Unsere Rettung besteht nicht darin, geschichtlich genau zu wissen, wann und was passiert ist. Unsere Rettung besteht darin, das erlebt zu haben. Denn vom Kontext dieses Verses wird deutlich, in dieser Auseinandersetzung werden nur die gerettet werden, die beim Lamm sind. Und manchmal vergessen wir das, wenn wir Endzeitprophetie studieren. Wir vergessen, dass die ganze Endzeitprophetie uns deswegen gegeben ist, um uns zum Lamm zu führen. Zu dem, der die Sünde hinwegnimmt. Zu dem, der uns vor dem Tod rettet und uns von der Knechtschaft freimacht. Der meine Schuld getragen hat. Jetzt lass uns mal ein paar andere Verse noch anschauen. Über das Lamm. In der Offenbarung. Übrigens, vielleicht noch ein Vers, bevor wir in die Offenbarung gehen. In 1. Petrus. Ich wollte Ihnen was Interessantes zeigen. In 1. Petrus 1, Vers 19, das kennt ihr wahrscheinlich. 1. Petrus 1 und dort Vers 19. Dort heißt es, dass wir nicht erkauft worden sind mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines was? Makellosen und unbefleckten Lammes. Das Lamm im Heiligtumsdienst sollte immer unbefleckt sein. Es sollte einjährig sein, es sollte keinen Fehl und Tadel haben. Und auch das sagt uns das über Jesus. Das heißt, er war sündlos, er war makellos, er war tadellos. Jetzt interessanterweise, das Wort, das hier verwendet wird für Lamm, ich glaube Amnos, kann das sein? Ah, nee. Amnos. Ja, genau. Das ist hier und das ist in Johannes 1, das griechische Wort. Aber in der Offenbarung wird ein etwas anderes Wort verwendet, nämlich das Wort Arnion. Genau. Und Arnion kommt außer der Offenbarung nur noch an einer Stelle vor, nämlich an der Stelle, wo Jesus zu Petrus spricht. In Johannes 21. Johannes 21. Da steht einmal weide meine Schafe, ja, das ist Amnos, aber dann sagt er was anderes. Er sagt nicht nur weide meine Schafe, er sagt weide meine Lämmer. Und Arnion ist sozusagen, also Amnos kann für Schaf stehen oder für Lamm, jetzt im größeren Sinne, aber Arnion ist sozusagen ganz bewusst dieses Kleine, dieses Unschuldige, dieses, was für die, eigentlich, Jesus spricht ja hier von den Kindern. Er sagt weide meine Schafe, weide die Geschwister, aber weide auch die Lämmer, weide die Kinder. Er steht ganz bewusst für das Kleine, für das Niedliche, für das, dieses süße kleine Lämmchen. Wenn man so möchte. Und das ist das Wort, Arnion, das in der ganzen Offenbarung für Jesus verwendet wird. Arnion. Das kleine, das ist dieses kleine, dieses bewusst kleine Lämpchen. Und vielleicht lass uns mit diesem Bewusstsein ein paar Bibelstellen aus der Offenbarung anschauen, wo er als das Lamm beschrieben wird und was wir daraus lernen können in Bezug dann auch auf Offenbarung 14. Fangen wir mal an. In Offenbarung 5. Vers 6.
Nirgendwo in keinem Buch der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament, wird Jesus so oft das Lamm genannt als in Offenbarung. Ihr wisst ja, Jesus hat verschiedene Namen. Andere Namen von ihm sind Friedefürst. Na, kommt. Immanuel, Fels, Michael, Zebot. Also eine ganze Menge. Das Wort. Und der Name Lamm steht wofür? Wofür steht der Name Lamm? Für die Opferung. Jetzt würde man noch denken, dass vielleicht im Evangelium am meisten Lamm genannt wird, oder? Oder vielleicht in einem der Briefe. Aber ausgerechnet in der Offenbarung wird am meisten Lamm genannt. Fast die große, überwiegende Mehrzahl überhaupt des Wortes Lamm in der Bibel kommt in der Offenbarung vor. Zumindest im Neuen Testament. Das heißt, die Offenbarung ist ein zentrales Buch, wenn es um den Erlösungsplan geht. Schauen wir mal Offenbarung 5, Vers 6 an. Da heißt es, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Was nennen wir über das geschlachtete Lamm? Das ist ein Vers, nicht wahr? Was nennen wir das geschlachtete Lamm? Hier ist ja, Jesus wird dargestellt als das geschlachtete Lamm. Was können wir lernen aus diesem Vers über ihn? Genau, also auf dem Thron Gottes. In der Mitte, ja. Wenn man sich das genau versucht, physikalisch vorzustellen, was da alles steht, in Vers 4 und 5 stößt man schnell an die Grenzen der Dreidimensionalität. Aber auf jeden Fall bedeutet es, ist im Zentrum da. Ja, es ist. Ja, wie geschlachtet, ja. Es ist eigentlich ein trauriger Anblick, nicht wahr? Ihr wisst ja, vorher heißt es, weine nicht, schau, der Löwe aus dem Stamm Jude hat überwunden. Nicht wahr? Er dreht sich um, will den Löwen sehen, sieht ein geschlachtetes Lamm. Was können wir noch lernen aus dem Vers? Sieben Hörner, sieben Augen. Was sind diese sieben Hörner, sieben Augen? Ja, nach dem Vers sind es was? Die sieben Geister Gottes, und die sieben Geister sind nichts weiter als der Heilige Geist. Jetzt, was wissen wir über den Heiligen Geist? Es sind zwei Dinge, die wir aus diesem Vers lesen können, über den Heiligen Geist. Mindestens. Schauen wir in den Vers ein. Was können wir lernen über diese sieben Geister? Was wird über sie gesagt? Sie sind über die ganze Erde ausgesandt. Stimmt das nicht, dass der Heilige Geist ausgesandt ist über die ganze Erde? Wurde zu Pfingsten ausgesandt. Aber was lernen wir noch? Nicht nur ist der Heilige Geist ausgesandt, sondern was lernen wir noch über diese sieben Geister? Die haben was damit zu tun, ja? Mit Jesus verknüpft. Ich weiß, das Lamm hat sieben Augen. Das Lamm hat sieben. Es ist also ein Teil davon. Also ist eine ganz so enge Verbindung. Das Lamm hat sieben Augen, sieben Hörner. Das ist eine symbolische Darstellung, weil Jesus ist ja nicht wirklich ein Lamm, das geschlachtet ist. Ja? Da im Himmel sitzt ja nicht wirklich ein geschlachtetes Lamm, sondern es ist Jesus. Das ist eine symbolische Darstellung, um zu zeigen, Jesus, unser Opfer, der für uns gestorben ist, ist dort im Himmel. Und der Heilige Geist, der ausgesandt ist, ist auf das Engste, wie man nur überhaupt eng verknüpft sein kann, mit ihm verknüpft. Das heißt, wovon wird der Heilige Geist in unserem Leben reden? Über die Tiefen Gottes, ja, über Jesus, über Jesu Opfertod. So hat er ihn gesehen in Offenbarung. Okay, ja, er stand. Die sieben Geister Gottes, Jesaja 11, Vers 2 sagt uns, dass die sieben Geister Gottes sind die sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes. Kannst du mal zu Hause nachlesen. Jesaja 11, Vers 2 wird beschrieben, was alles auf Jesus, dem kommenden Messias, ruhen würde. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Furcht und so weiter. Und das sind sieben Geister, aber es ist eigentlich alles derselbe Geist. Sieben ist ja die symbolische Zahl der Vollheit, das ist der Volle, der Heilige Geist. Genau. Lass uns einen anderen Vers anschauen noch. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 1. Oh, interessante Stelle. Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Was macht das Lamm hier? Öffnet Siegel, und diese Siegel sind was? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, als wir vor 4 Jahren das behandelt haben. War das 4 Jahre? Oh, mindestens 4 Jahre her ist es eigentlich schon. Ja, mindestens 4 Jahre. Wenn nicht, ja, 4,5. Also diese Siegel sind ja
Ganz allgemein, ihr müsst jetzt nicht Details wissen, aber was ist so die allgemeine Grundtenor der Siegel? Worum geht's da? Okay, ich sag's euch einfach. Es geht hier um die Kirchengeschichte, ja? Das ist die relativ parallel zu den sieben Gemeinden. Es geht um prophetische Ereignisse, die Urchristenheit, die verfolgte Gemeinde, die abgefallene Gemeinde und so weiter. Das sind alles Dinge, die in der Prophetie beschrieben werden. Und der es aufschließt, ist das Lamm. Das Lamm öffnet die Siegel. Ihr habt vielleicht mal gehört, das Buch der Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, keiner kann es verstehen. Doch, man kann es verstehen. Wenn man wen versteht? Das Lamm. Das Lamm öffnet die Offenbarung. Das Lamm öffnet die Siegel. Wenn ich das Opfer Jesu verstehe, kann ich die Offenbarung verstehen. Deswegen ist es die Offenbarung Jesu Christi. Ich möchte diesen Punkt immer wieder betonen, weil es gibt so viele, die irgendwie Endzeitprophetie und den Erlösungsplan auseinanderdividieren und sagen, es hat nichts miteinander zu tun. Aber der Endkampf in Offenbarung 13 ist ja nicht gegen das Papsttum, ihr Lieben. Der Endkampf in Offenbarung 13 ist nicht gegen das Sonntagsgesetz, sondern der Endkampf in Offenbarung 13 ist gegen die Sünde. Und Sonntagsgesetz und Papsttum und alles, was da eine Rolle spielt, sind ja nur die äußeren Anlässe, die jetzt testen, ob die Gläubigen wirklich den Sieg über die Sünde errungen haben oder nicht. Das ist ja sozusagen nur der Lackmustest, der jetzt zeigt, wie sieht es im Herzen aus. Und manchmal verstehen wir das. Manchmal denken wir, unser Hauptfeind ist das Sonntagsgesetz. Ja, unser Hauptfeind ist das Papsttum. Wir müssen jetzt alles tun, um... Nein, unser Hauptfeind ist hier. Ja. Und das ist sehr wichtig zu betonen. Noch ein Vers. Offenbarung, Kapitel 7. Ich glaube, Offenbarung 7. Und dort Vers 14. Den mag ich besonders gerne. Wahrscheinlich ihr auch. Offenbarung 7, Vers 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Sagt mal, wann ist die große Drangsal? Genau. Würdet ihr nicht sagen, dass Offenbarung 13 die letzten Verse Teil der großen Drangsal sind? Wenn das Sonntagsgesetz und nicht mehr kaufen und verkaufen, letztendlich Todesbefehl, gut, die Plagen werden nicht erwähnt, aber wir wissen aus anderen Stellen, dass das auch dann die Plagen kommen werden. Offenbarung 13 zeigt diese Zuspitzung, diese letzte weltweite Verführung. Und dann Offenbarung 14 zeigt uns einfach die 144.000, die da stehen auf dem Berg Zion, nicht wahr, mit dem Lamm. Aber Offenbarung 7 sagt, wie sie dorthin gekommen sind. Nicht indem sie die Geschichte aller Päpste kannten, sondern indem sie ihre Kleider weiß gemacht haben im Blut des Lammes. Kann das jeder tun. Das heißt, egal wie wenig oder wie viel ich weiß über Endzeitprophetie, ich kann meine Kleider im Blut des Lammes weiß machen. Und erst dann wird mir Gott auch mehr und mehr über Endzeitprophetie zeigen können. Die Kleider müssen weiß gemacht, und ich habe euch das wahrscheinlich schon oft genug gesagt, nicht wahr? Diese Idee, du tust ein Kleid in dieses rote Blut und es kommt weiß heraus, soll etwas illustrieren. Soll illustrieren, dass unsere Erlösung ein Wunder ist. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit wäre, wenn die Kleider was wären? Rot. Manchmal verstehen wir das nicht. Manchmal denken wir, Gott muss uns retten, oder? Weil wir ja so freundlich uns sind und immer zur Gemeinde gehen und auch so viel im Geist der Weissagung lesen, da muss Gott uns schon retten, oder? So selbstverständlich, oder? Ihr Lieben, ist uns das bewusst, dass unsere Rettung ein absolutes Wunder ist? Dass selbst die Engel sagen, wie war das möglich? Also es ist offensichtlich möglich gewesen, dann schau an, wie sie sich verändert haben, aber wie das gegangen ist, das muss ja wirklich, in die Sprache verschlagen. Und ich glaube, das lohnt sich, darüber nachzudenken, was für ein großes Wunder ist es, dass Gott uns vergibt. Was für ein großes Wunder ist es, dass Gott das für uns getan hat. Schauen wir noch einen Vers an. In Offenbarung 12, Vers 11. Offenbarung 12, Vers 11. Dort steht, Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn, wer ist denn ihn in dem Vers? No. Fast? No. Ja, das stimmt. Und konkret ist das in dem Fall dann Satan. Und sie haben ihn, den Satan, überwunden, um
des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sagt ihr, hat das einen Zusammenhang zu Offenbarung 13? Ja oder nein? Warum? Genau. In Offenbarung 13, oder wenn ihr das anschaut, das sind drei Dinge. Sie haben um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses und ihr haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben überwunden. Schaut mal, wer es überwinden. Lasst mal euren Finger hier drin und geht mal zu Offenbarung 15. Offenbarung 15, Vers 2. Die Überwinder, die werden genannt in Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer und mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens. So finden wir das. Bild, Tier, Malzeichen, Zahl seines Namens. Offenbarung 13, Vers 16, 17, 18. Und hier heißt es, die müssen überwunden werden. Offenbarung 12, Vers 11 sagt, überwunden wird durch das Blut des Lammes. Offenbarung 14, Vers 1 sagt, hier sind die, die sind bei dem Lamm. Ihr Lieben, am Ende zählt, wie nahe wir Jesus waren. Am Ende zählt, ob wir durch Gottes Kraft, durch die Annahme seines Blutes überwunden haben. Werden diejenigen, die am Ende in Offenbarung 13 überwinden durch das Blut des Lammes, werden sie auch Zeugnis geben? Ja oder nein? Werden die Zeugnis geben? Woher wissen wir, dass sie Zeugnis geben werden? Sie haben das Zeugnis gesehen? Es heißt in Matthäus 24, kurz vor dem Ende, Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich soll gepredigt werden in aller Welt zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes, verwunden durch das Lamm. Sie haben das Wort des Zeugnisses gepredigt. Deswegen ist Mission so wichtig. Mission ist nicht einfach nur eine Option. Mission hilft uns zu überwinden. Und drittens, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Gibt es dieses Thema auch in Offenbarung 13? Dass dann eventuell mit dem Tode bestraft wird, wenn man überwinden will. Da gibt es die Todesstrafe. Das heißt, wir sehen, wie deutlich all diese Verse zusammenwirken und warum in Offenbarung 14, Vers 1 das Lamm steht. Das ist nicht einfach so, dass alle 15 Verse ein Quotenvers mit dem Lamm vorkommt, damit es immer wieder um Jesus geht. Nein, es geht wirklich um Jesus. Jesus ist wirklich das Zentrum und nur wer wirklich Jesus nachfolgt, kann und wird in der Endzeit bestehen. Und nur wer dem wahren Jesus nachfolgt, gibt mir viele, die folgen dem falschen Jesus nach. Einem Jesus, der nicht überwinden lässt. Ein Jesus, der nicht wirklich die Kleider weiß macht. Ein Jesus, der die Kleider rot lässt. Ja. Der einfach sagt, naja, bist ein bisschen rot, aber egal, rot-weiß ist auch schön. Ja. Ich bin für Kreativität. Nein, das ist nicht der Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel macht die Kleider weiß. Ohne roten Schriftzug. Ohne rote Muster. Oder keine andere Farbe. Es ist weiß. Das ist der Jesus der Bibel. Die Kraft hat er. Jetzt müssen wir zum Ende kommen. Aber ich möchte noch mit euch noch ein Vers lesen. Genau, schaut mal mit mir in Offenbarung Kapitel 14. Nee, das werden wir anschauen. Offenbarung 17. Offenbarung, Verzeihung, 19, nicht 17. Offenbarung 19. Vers 7 bis 9. Dort heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Er sprach zu mir, schreibe. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Die Hochzeit des Lammes. Was ist die Bedingung, um teilnehmen zu können? Habt ihr es gesehen? Feine Leinwand. Und wofür steht diese feine Leinwand? Die gewaschenen Kleider. Ganz genau, das sind die gewaschenen Kleider. Und sie stehen dann für
Gerechtigkeit. Und zwar Gerechtigkeit, das heißt die gerechten Taten. Die Bibel sagt, nur der ist gerecht, der auch Gerechtes tut. Ja? Wenn Gott jemand gerecht macht, dann sagt er nicht, ich halte dich jetzt mal für gerecht und naja, du bist zwar nicht gerecht, aber ich tue mal so, als ob du gerecht bist. Gott macht wirklich gerecht. Und alle, die am Ende dort stehen werden, auf dem Berg Zion, diese 144.000, die haben diesen einfachen und doch so tiefgründigen Prozess durchlaufen. Da wird keiner sein, der nicht wirklich sein Kleid hat weiß machen lassen im Blut des Lammes. Da wird es vielleicht Menschen geben, die haben nicht alle Vorträge von Walter Veit gesehen. Nichts gegen Walter Veit, wunderbarer Vortrag, überhaupt gar nichts dagegen. Aber ich will nur deutlich machen, das ist nicht die Endzeitvorbereitung, die uns am Ende rettet. Das sagt Walter Veit übrigens auch. Da werden nur Menschen sein, die völlig von Gottes Angebot umhüllt sind, die Gottes Angebot völlig angenommen haben und die so verändert worden sind durch das Blut des Lammes, dass sie überwunden haben. Und ich glaube, dass wir das manchmal ein bisschen vergessen. In allem Offenbarungsstudium. Da werden viele sein, die relativ wenig Ahnung vielleicht von der Bibel haben, aber die das, was sie wussten, zu 100% angenommen haben. Und ihr habt gesehen, jetzt auch im Adventsgeschichtsstudium, wie viele von den Leuten, die wirklich große Sachen herausgefunden haben, die mit einem Eifer für Gottes Werk gebrannt haben und Sachen auf die Beine gestellt haben, wo wir heute mit den Ohren schlackern. Wie viele von denen sich dann doch verrannt haben. Weil an irgendeinem Zeitpunkt sie gedacht haben, sie sind unersetzlich für das Werk Gottes. Oder sie haben sich um ihren Ruf und ihren Ruhm gekümmert oder gedacht, was auch immer. Haben diese einfachen Grundsätze des Evangeliums aus den Augen verloren. Nach neuem Licht immer gehascht und alles Mögliche. Und am Ende blieb nur wenig übrig. Das waren zum Teil Leute, die vorher keiner kannte. Und ich glaube, es ist eine Lektion für uns. Wir werden das nächste Mal sprechen über die 144.000 und den Berg Zion und es wird ganz spannend werden. Aber ich glaube, es lohnt sich, auf Offenbarung 14 bewusst damit anzufangen, zu sagen, hier steht das Lamm. Das ist das Allerwichtigste. Ohne Lamm keine 144.000, ohne Lamm kein Berg Zion, ohne Lamm keine Ewigkeit. Der Weg zum Thron Gottes führt am Brandopferaltar vorbei. Und die Offenbarung ist voller Lamm-Symbolik. Das ist eigentlich das Evangelium der Bibel schlechthin. Das ist von Johannes, genau. Das ist wie ein zweites, ein ganz umfassendes Evangelium. Und wollen wir uns nicht vornehmen, wieder ganz neu und ganz bewusst darüber nachzudenken, warum Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Natürlich wissen wir, dass das der Fall ist. Wir wissen auch, was theologisch da passiert ist. Aber ich glaube wirklich, waschen tut es uns erst, wenn wir immer wieder darüber nachdenken. Das immer wieder bewusst machen, was für ein großes Wunder das ist. Wollen wir uns das vornehmen? Dann lasst uns noch zusammen beten. Lass uns dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, hab du so herzlichen Dank, dass dein Wort zu uns gesprochen hat. Es war eine sehr einfache Botschaft, nichts Außergewöhnliches, aber gerade deswegen so außergewöhnlich wichtig. Denn du hast es als so wichtig angesehen, dass wir über das Opfer deines Sohnes sprechen, dass du immer wieder in Offenbarung das betonst und an den Mittelpunkt stellst. Vergib uns, wenn wir manchmal vor lauter Detailversessenheit die großen Wahrheiten des Christentums, die großen Wahrheiten des Evangeliums aus den Augen verlieren. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns jeden Tag erneut daran erinnerst, was geschehen ist dort auf Golgatha, warum Jesus sterben musste für mich und was er mir anbietet, was er tun kann in meinem Leben. Denn was nützt es, wenn wir alles wissen über Offenbarung 13 und doch nicht den Charakter haben, der in Offenbarung 14 beschrieben ist? Herr Jesus, bitte wirke du an unseren Herzen. Komm du in mein Herz, komm du an jedes Herz von uns, die wir hier sitzen und knien und die wir zuschauen. Bitte veränder du uns, wasch du uns rein. Und wenn es dort Flecken und Runzeln gibt, du kannst uns ganz rein machen. Und darum bitten wir dich von ganzem und tiefem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns. Nächste Woche
wie gesagt, der dritte Teil von Die Zeit des Endes 1845 zersplittert und versprengt. Und dann werden wir 144.000 anschauen und den Berg Zion. Das wird ein sehr spannendes Studium werden. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und bis dann wünsche ich euch Gottes Segen. Viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.